Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time. Verdammt, das Hallo habe ich gerade voll verschluckt, so Alter. Ja, ich bin leider immer noch ein bisschen krank, ja, denn ich nehme das hier quasi im Anschluss auf, beziehungsweise einige Stunden dazwischen, aber gut. Leute, ja, ich habe mich jetzt mal ganz kurz informiert und ich weiß nicht, warum ich hier hochgehe. Eigentlich holen wir sich das Herz halt so, aber wenigstens uns das schon auf Cheater-Art und Weise geholt. Leute, es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Herzteile. Beziehungsweise bevor es in den nächsten Dungeon geht, möchte ich mir noch zwei Herzteile holen. Nämlich die letzten, die ich mir zu diesem Zeitpunkt noch holen kann. Und ja, eins ist hier. Wir erinnern uns an die Grab... Nicht Grabbrücke, an Boris hier drin. Von dem wir damals den Enterhaken bekommen haben, den kurzen damals noch. Und wenn wir ihn jetzt mal in seinem coolen Rennen schlagen, dann... Verdammt. Bekommen wir was Cooles. Nämlich ein Herzteil. So, und ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt wirklich schaffe. Denn wenn es um sowas geht, bin ich eigentlich immer der totale Vollnoob, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja. Vor allen Dingen kenne ich den Weg auch überhaupt nicht. Das heißt, braucht jetzt volle Konzentration. Wow. Ich darf auf jeden Fall nicht in ein Feuer reinrennen. Und ich brauche den Enterhaken. Das heißt, ich glaube, wenn ich einmal ins Feuer renne, ist das noch irgendwo zu verzeihen. Aber nicht zu häufig. Okay, noch stelle ich mich nicht ganz so kacke an. Das kann sich natürlich ganz schnell ändern. Vor allen Dingen, ach Gott. Es ist echt scheiße, Leute. So, und jetzt muss ich mich da ranziehen. Jawohl. Nice grab. Oh, geschafft. Sehr gut sogar. Uiuiui. Okay, habe ich wirklich gleich auf Anhieb da richtig getroffen. Sehr gut. Alles klar. Die Zeit beträgt 58 Sekunden. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Nee, Mann, ich habe schon längeres. Längeren Haken. Und da ist es. Yeah! Ach stimmt, damit haben wir einen neuen Herzcontainer. Das ist ein weiterer Herzcontainer. Geil. So, Leute. Dann fehlen nur noch 4 Herzteile. 3 davon können wir uns tatsächlich jetzt noch gar nicht holen. Beziehungsweise, die sind in einem Gebiet, in dem wir bisher noch nicht waren. Ja. Und ja, das machen wir bei Gelegenheit. Gott, ich möchte nie wieder in diese Windmühle. Ich erinnere mich immer an diesen komischen Glitch, den ich habe. Oder Bug. Alter, zum Glück gab es den Glitch, ne? Sonst hätte ich das Projekt echt abbrechen müssen. So eine Scheiße. Habe ich das eigentlich... Wow, habe ich das eigentlich gezeigt? In der Zukunft ist hier nämlich voll das Loch vor. Voll die Kacke vor. Gut. Und das zweite Herzteil, genau, das konnten wir uns jetzt holen, nachdem wir die entsprechende Wundererbse gepflanzt haben. Wenn wir uns erinnern, ja. Und ja, dafür müssen wir mal zum Feuerberg, beziehungsweise zum Todesberg. Können wir mal ganz schnell die Ocarina spielen. Das Auge der Wahrheit werden wir jetzt eh nicht mehr wirklich benötigen. Obwohl doch, einmal glaube ich noch. Boah, aus Gefühl richtig gespielt. Bade, 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 bade. Bada bada bam 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 bam. So ungefähr. Mann, dann können wir nicht bleiben. Navi ist scheinbar auch in den Stimmbuch gekommen, das ist sehr schön. Nein, schnell die Rote Rüstung. Ach, guck mal, sieht so schön aus hier. Schön lila, ja, meine Lieblingsfarbe. Ach, guck mal, lila ist meine Lieblingsfarbe. Voll schwul, komm jetzt bestimmt da laden. Ne, mein lila ist voll geil. So, und damit können wir jetzt eine kleine Journey machen, ja. Apropos Journey, das Spiel will ich mal spielen. Und uns damit hier raufbringen. Und das letzte Herzteil holen. Yay! Was als letztes, aber das letzte, was wir uns derzeitig holen können. Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Wir können jetzt mit dem nächsten Story-Abschnitt weitermachen. Und vor allen Dingen haben wir das Spiel fast durch. Die Skulpturas müssen nur noch gesammelt werden. Sonst müsste ich eigentlich alle Upgrades haben. Ja, wie gesagt, das Item bekommen wir im letzten Dungeon. Es gibt noch ein Köcher-Upgrade, das können wir uns jetzt hier im Zeitpunkt hier aber noch nicht holen. Das ist auch in dem letzten Gebiet. Das haben wir voll. Da bekommen wir auch nochmal ein Upgrade, das aber erst im wirklich kurz vorm Boss, kurz vorm Ende quasi. Das haben wir komplett. Ja, das letzte Amulett hier logischerweise noch. Das letzte Lied, was wir dazu erlernen. Ja, dann halt noch die ganzen Skulpturas.
Das hier bekommen wir auch im nächsten Gebiet. Boah, das wird ätzend. Ich habe nicht dran gedacht, alle aufzuschreiben. Einen habe ich schon wieder vergessen aufzuschreiben. Aber wahrscheinlich in dem, warte mal, ich schreibe mir das mal kurz auf. Wahrscheinlich in dem Schattendempel, weshalb es nicht so wichtig ist, dass ich mir den nicht aufgeschrieben habe. So. Meine 72 gemacht. So, hier ist das letzte Gebiet. Gerudo-Kram und so. Das hier bekommen wir auch im letzten Gebiet. Die beiden Dinger auch. Das ist. Ach stimmt, das fehlt noch hier, Leute. Genau, die letzte Quest hier bezüglich. Das mache ich nach dem Tempel, glaube ich. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Vor allen Dingen wollte ich die noch austauschen, ne? Dann mache ich mal Folgendes. Ich überlege gerade. Ne, ich mache gar nichts. Warte mal. Hier, das schaffe ich doch bestimmt, oder? Link ist doch unser Superman. Yeah. Alles klar, weil dann können wir mal kurz hier lang gehen. Denn hier war ja eine Kuh in der Nähe, ne? Im Boden, wenn ihr euch erinnert. Und die Milch ist echt ziemlich geil. Die wollen wir uns jetzt mal wirklich holen hier. Ach nee, warte mal. Da geht's zur Fee, ne? Scheiße. Ging's doch hier raus. Oder was sagst du? Oder war sie hier doch die Fee? Moment. Können wir mal das Schild lesen? Gronia. Ah ja, achso, hier ging's nach Goronia. Nee, Goronias Gay. Nee, da oben nicht lang. Hab ich gerade wirklich gesagt, ja. Unprofessionell das Ganze. Aber jetzt möchte ich wirklich nochmal Sicherheit haben, Leute. Verzeiht es mir. Mal echt gucken, wie ich das dann mit dem nächsten Dungeon mache. Weil ja der gute Miso da gerne mal Gast sein würde. Und ich mir auch dachte, das kleine Revungierung, was auch immer, weil er damals dabei war, kann man das ja gerne mal machen. Nur gucken, wie wir beide halt Zeit finden, ne? Nächsten paar Tage bin ich weg. Bis dahin werden die ganzen Folgen hier veröffentlicht. Ich habe ein bisschen was im Vorrat gerade. Au. Und dann. Ja. Mal gucken. So, ich glaube, ich werde es mal, genau. Eine Käferplage behalte ich nochmal, weil ein Loch gibt es ja noch, was wir stopfen müssen. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ich habe ja Zeugnisferien. Ich weiß gar nicht, ob er das auch hat jetzt wirklich, weil er ja schon arbeitet. Deswegen muss ich nochmal gucken, wie wir das genau machen. Aber es wird schon funktionieren, Leute. Ich gebe mir da ganz viel Mühe. So, irgendwo hier war das Loch. Ist das Loch noch da? Ja. Man hört sich schon von hier, ey. Man kann das jetzt mal hier live zeigen, wie ekelhaft dieses Spiel einfach nur ist. So. Nein, Moment. Ich brauche mal ein bisschen, um wieder mich zu ändern, wie die Lieder gingen. So, ich hoffe, das war jetzt richtig. Geil. Und nochmal. Wir können nochmal, ich kann ja mal vorlesen, was die da sagt. Nicht selbst wie ein Lied. Husten ist nicht geil. Ach, genau. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und genau ist auf 0 Uhr gerade umgesprungen. Ja, so spät ist wieder. Welch ein schönes Lied. Es erinnert mich ans Melken. Nach diesem Lied könnte ich literweise Milch geben. Hier, nimm etwas von der erfrischenden und nahrhaften Milch. Because of the milk. Yeah! Alles klar. Dann sind wir jetzt mal wieder ein bisschen auf Heiltour oder so. Wir können es mal getrost hier wegporten. Aber ich gerade überlege, ob das überhaupt schlau ist. Ach klar, warum nicht? Ich gehe mal zum Hylia-See. Ich glaube. Warte. Bam, 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 bam. Ich brauche mal ein bisschen, bis mir die Lieder wieder einfallen. Ja, Mann, da will ich doch nur hin. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg. Ich hoffe es jedenfalls. Alles klar. Ah, nee, warum nicht sogar noch Scootula bei Nacht? Kann ich mich da nicht auch ranhängen? Aber warum liegt der nicht drum? Tatsächlich. Stimmt, hier war, glaube ich, eine Scootula bei Nacht. Wartet mal. Das muss ich doch
gerade mal ausprobieren. Schämt euch nicht. Mann! Dankeschön, Mann. Ah! Das war jetzt irgendwie dumm. So, geht das hier? Oh, Mann! Ach, ich mach... Wohl wird ja schon Nacht gerade, ne? Boah, ja, jetzt auch nicht mehr manuell Nacht machen. Manuell Nacht, hä? Ha! Wusste ich's doch, da oben ist eine. So, wie komme ich jetzt da rauf? Eben habe ich's ja geschafft. Ah, dann mache ich da wieder so ein Leon-Fehler, wisst ihr? Boah, das war wieder so knapp. Alles klar, dann mal vorsichtig. So, lieber aus Distanz hier, ja. Wir wollen... Wow, niemand was beweisen, wollte ich sagen. Okay. Hyliasee. Auf. Baum. Stamm. So. Na, das ist doch schön. Eine neue Scutula in unserem Besitz zu haben. Hui! Aua, ist die Entfernung schon. Ich spiel's doch fies. Der Wassertempel. Ein sehr unterschätzter Tempel, wie ich finde. Nein, überschätzter. Also, ja, also, ich mag ihn. Ich finde ihn nicht so schlimm. Er war zwar, ich geb's zu, von den... Upsala. Die wir bisher hatten, der Anspruch... Die Augen von dem Viech. Der anspruchsvollste auf jeden... Auf jeden Fall. Aber dennoch durchaus machbar. Wenn man ein bisschen mit Konzentration und... Vor allen Dingen, was glaube ich immer wichtig ist bei solchen Spielen, bei Tempelspielen mit Konsequenz rangeht. Also nicht zum Beispiel jetzt einen Teil vom Tempel machen. Ich habe gerade voll in mein Mikrofon gespuckt. Richtiger Klump war gerade. Ja. Wenn man quasi so einen Teil des Tempels macht, dann mal eine Woche nicht mehr spielt oder so und dann weitermacht. Dann ist natürlich klar, dass man total vergessen hat, wo war man jetzt, was muss man machen und so. Wenn man es quasi in einem Rutsch spielt oder halt sehr nah beieinander, so meinetwegen in 2 Tagen oder so. Ein Tag Pause ist ja okay. Dann kriegt man das auch gut hin. Das sind wahrscheinlich so die Erinnerungen. Das haben halt viele als Kind gespielt, wo man vielleicht nur begrenzt zocken durfte. Und als Kind war man dann noch viel blöder, ja. Hast dann vielleicht nicht weit gekommen, musste dann vielleicht in einer Stunde oder so ausmachen. Weil die Eltern reinkamen, mach mal aus, Mama. Und, ja. Ne, dann hat man es irgendwie nicht geschafft. Da habe ich ja Glück. Dass ich das Spiel erst so spät nachgeholt habe. Konnte ich es schon alles an einem Stück machen. Aber ich muss ja leider sagen, dass ich echt mittlerweile feststelle, dass ich gar nicht mehr so der lange Zocker bin. Ich zocke immer noch wahnsinnig gerne natürlich, ja. Aber ich spiele tatsächlich nicht mehr lange. Außer vielleicht mit Freunden, sowas wie TTT oder so. Das dann auch mal ganz ein paar Stunden. Aber ansonsten spiele ich meistens echt nicht länger als 1 Stunde irgendwie, weil mir dann irgendwie ein bisschen die Lust ausgeht. Ich weiß selber nicht warum. Obwohl ich Spiele natürlich immer Spaß machen und ich sie auch toll finde. Geht dann häufig auch echt so ein bisschen aus, die Lust. Ich kann selber nicht sagen, warum. Ganz will mir das nicht gefallen. Aber ich will mal... Ich will mal so ein bisschen Abwechslung, sag ich mal. Was zocken, ein bisschen was schaffen, yo. Mache ich jetzt mal weiter. Mit irgendwas anderem. Naja. Geschichten, die vielleicht besser für den Stream oder so geeignet wären. Also erstmal die wunderschöne Musik wieder hören. Ich bin ein Idiot. Ich hätte ja auch Epona holen können. Ich bin sowas von naiv. Oh mein Gott. Wir nehmen eine Abkürzung. Na, du alter Handwerker. Was ist denn los? Ich bin Handwerkermeister, es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren. Aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Das passt voll. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst,
Kannst herausfinden, was meine Jungs dort tun. Alles klar, kann ich bei Gelegenheit mal machen. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil dann die Musik unterbrochen wird. Da da da. Bum badum ba bam badum ba bam badum ba. Mann, das Lied ist so geil. Ich finde ja tatsächlich, der Soundtrack von Ocarina of Time ist natürlich gut. Allerdings finde ich da einige Zelda-Spiele doch besser, aber Gerudo-Tal, Gerudo Valley ist echt eines der geilsten Lieder der Zelda-Spiele. Wenn schon nicht das geilste. Badabada. Ich liebe es. Jetzt will ich gerade hier nicht reingehen, weil die Musik dann aufhört, aber das stimmt ja gar nicht. Ich gehe die Musik gleich weiter. Bam, 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 badam, badabadam. Bam, 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 badababam. Gerudo-Festung, oh mein Gott. Alles voller Frauen. Oh mein Gott, hier gibt's ein Secret. Pass auf. Bam, bam, bam. Oder auch nicht. Warte, war das mit dem Bogen? Dann war das mit dem Bogen. Ich meine, da kamen Rubine raus. Na, dann nicht. Daneben nicht. Daneben doch nicht, Mann. Hey, Navigier. Halt, bleib, wo du bist. Oh mein Gott. Das kann doch wohl echt nicht sein. Wow. Da bleibt das Spiel immer wieder kurz hängen. Alter Schwede, das geht doch nicht klar, Mann. Bada, 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 bada. Müsst ihr euch darauf einstellen, dass ich die ganze Zeit nur singen werde? Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Na gut, ist ja gut. Leute, wir sind gefangen. Für immer. Wir kommen hier nie wieder raus. So, wir sind draußen. Ja. Oh nein! Das war jetzt nicht geplant. Upsala. Da hab ich einen Abgang gemacht. Oh, Headshot. Dam, 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 da, da, da. Jetzt habe ich echt, weil ich so auf die Musik gerade konzentriere, kann ich gar nicht erklären, was wir überhaupt machen müssen. Also. Folgendes. Wir haben ja diesen Meister da gerade gesehen. Den Handwerkermeister. Und seine vier Handlanger sind verschwunden. Die sind halt hier hingegangen, dachten sich so, ach ja, wir gehen mal zu den Frauen, ja, wir wollen ein bisschen poppen und so. Und ja, jetzt wurden die einfach mal von den Gerudos eingesperrt. Und wir dürfen jetzt Aktionsleute spielen, ja. Wir müssen jetzt zu den einzelnen Typen von denen gehen. Hey Kleiner, dich meine ich. Schau hierher, in die Zelle. Ach ja, hier ist schon einer von denen. Und ja, ich sag schon mal, die Typen haben sehr interessante Namen. Ich glaube, jeder des Player hat diese Anspielung bereits gebracht oder beziehungsweise gesagt, was das für eine Anspielung ist, aber ich muss natürlich auch tun. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbei traust. Das sagt übrigens jeder von den vier Typen. Ich kann den Spruch fast auswendig. Meine anderen Kumpel sind auch irgendwo eingesperrt. Befrei uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Au, pff. Good job! Hey, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mann! Wie gut, dass ich schon das Bigoron-Schwert habe. Boah, wie das einfach durchgeht. Da ist ja quasi kein Schutz. Kannst du ja so nicht sagen. Bam! Voll Schlüssel fallen lassen. Yeah! Quist? So, der Typ, Alter. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John. John Lennon, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Und haben sie auch noch rothaarig. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befrei sie bitte. Kein Problem, Mann. Mach ich doch gerne. Ich finde es interessant, dass der wirklich noch sagt, wie viele hier noch sind. Der nächste wird dann wirklich sagen, es sind noch zwei von uns eingesperrt, obwohl er gar nicht wissen kann, dass der andere schon befreit ist. Ja, ist ja auch egal. Ist halt Zelda, ne? Müssen wahr bedenken. So. Dann. Wieder raus. So, sind wir jetzt ein Stockwerk höher? Nee. Oh mein Gott. Die werden uns erwischen. Müssen sie alle töten. So, dürfen wir auf jeden Fall nicht den Faden verlieren. Wo waren wir nicht? Werde ich sowieso. Aber wir gehen jetzt mal hier rein. Wir hoffen nun, dass das ein nicht allzu falscher Weg ist. Okay, da geht's scheinbar rum.
müssen ein bisschen aufpassen, weil genau. Da ist schon eine. Stellen wir uns mal hier hin. Ah, okay, ich werde sie treffen. Gebe gleich mal einen richtig saftigen Headshot. Was haltet ihr davon? Okay, das wird treffen. Oh, sei ich kurz nicht hingeguckt. Ich bin so dumm. Alles klar. Oh, ist da noch eine? Okay, hier ist alles voll. Ich sehe es schon. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es gerade mal so... Oh. Da kommen wieder irgendwo oben raus. Okay. Dann gehe ich mal kurz wieder zurück. Ganz gewagt. Und hoffen, dass die da nicht gleich wieder aufsteht. Aber nein. Na, hier geht's auch raus. Ach ja, lustig. Wie wo es hierbei rausgeht, das gibt's ja gar nicht. Ich will doch gar nicht raus hier. Das ist doch echt ein Scherz. Komm ich eigentlich? Da oben ist nämlich eine Truhe drauf. Oh. Aha! Da bin ich zu weit gegangen. Okay, aber passt gerade ganz gut. Der Part ist eh vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Gerudo-Tal. Och, ist das nicht schön. In der nächsten Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder. Wenn wir Befreiungsaktion Part 2 machen. Oh Mann. Stealth. Echt nicht so mein Fall. Naja. Bis zum nächsten Part. Tschüss.